So, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Baldur's Gate 3. Wir gehen jetzt erstmal zu Will und gucken mal, was wir denen so geben können zum Ausrüsten. Well, Matt. Wir nehmen ihn mal auf Probe mit und gucken, was er so taugen tut. That's the spirit. The pride of the gate. Er ist ja, glaube ich, ein Hexenmeister. Das hört sich gut an. Okay. Oh ja.
Rüstungstechnisch und waffentechnisch sieht sie so gut aus für Will. Quite the cozy setup you have here. I'll just make myself comfortable. Thank you so much. Tja, da müssen wir mal zum Händler gehen. Also bei ihr sieht das irgendwie ein bisschen komisch aus. Rüstung muss man färben. Generell gucken, vielleicht finden wir noch was Passendes. Lass mal überlegen. Wir gehen mal zum Smaragdhain und gucken, was wir uns vielleicht da kaufen können. Killed a few giant bats in my day, Astarion, but never hunted a vampire. Just to remind you, I'm merely a spawn. It won't count. But if you want a true vampire, I'm happy to recommend one. It'll take a while for us all to recover, but you've helped us take the first step.
Attention! So it's true. You scattered the goblins. Peace can finally return to this corner of the Sword Coast. Thank you. Es gibt nur so dumme Farben. Der braucht noch vernünftige Handschuhe. Das ist schon ein Problem. Wanna dance? It'll take a while for us all to recover, but you've helped us take the first step.
Sharp as ever. Oh doch, das sieht cool aus. Okay. Soweit so gut. Wie sieht es aus? Psalla. Das ist ja eigentlich besser. Ja, viel besser. Gut, auf geht's. Lang genug rumgedrödelt. So. Jetzt kann ich erstmal wieder oben rumkommen und laufen. Midges! Nature be beautiful and serene. It looks so nice in the Upper City parts. Upper City, huh? Swish. Never spent much time there myself. I'll happily take you if we survive this bug's banquet. Sounds good. I've always been curious what a patriarch looks like. Also irgendwie passen aber noch nicht so ganz die Dinger dazu. Ja, das passt schon. Warte, was bin ich komplett falsch gelaufen? As much love as I hold for Baldur's Gate, these frontiers delight me as much as any bustling street. You can't sit. This is a howling wasteland. I haven't even had a bath since the abduction. I must reek of illicit slime. Sure, but think of the stories you'll be able to tell.
feeling a bit parched and peckish. Me too. Keep an eye out for any passing vagrants. I'm afraid you'll have to content yourself with vagrant chickens. Have you? And is that sulfur? I really made it out of Avernus. It's incredible. Right, just keep it down. We're conspicuous enough without your hyena call. Warte mal, das sind Gnome, ne? Alter, dass sie sich überhaupt gegen die behaupten konnten, ey, GG. Wo sind diese Paladiner? Hang on. Those paladins I need to stomp are that away. That's curious. Maybe if I was a quarter of the size. Looking ahead. Hey. We're still going after those paladins, right? Can't leave Zariel's bruisers roaming the coast. Ja, keine Sorge, wir jagen sie. Good news. Can't wait to see him finished. Ich muss ihre Rüstung noch irgendwie roter machen oder schwarz am besten. Das gelbliche passt nicht so. Was sieht die so doll aus? Please, no more. Leave us in peace, and we shall leave you in kind. Cut the crap, Anders. I know what you are. Don't let her hurt us. Please, we just want to go home. Motiv erkennen. Seine Haltung beurteilen, seine Augen, sagt er die Wahrheit? Tja, sein Motiv erkennen wir schon mal nicht. Daher ich aber nicht mehr unseren Eid folgen will. Mal seine Gedanken wahrnehmen, vielleicht mal das versuchen. Auch nicht. What sort of devilment is this? Paladins, to arms! Moving. Er legt sich einfach im Kampf schlafen, Digga. What the fuck? Canto te!
Fuck yes. Come, Carlack. Show him you are. Alter. Can't even catch my breath. Me. I'll strike you down. Gods, it's hot in here. I'm never going back. And if any of Mummy's little friends want to pick up where the others left off, they'll find nothing but a pile of ash. Zariel wird nicht mehr in eure Nähe gelangen, dafür werden wir sorgen. That's right, she won't. She can't. She couldn't even lay a finger. Alter. Ich feiere sie irgendwie. Alter, sie dreht komplett durch. Alter, sie ist komplett Rage. Sie dreht komplett durch, Alter. Lass uns sie noch verrückt spielen. Oh,
Alter. Wie kann sie eigentlich Feuerschaden bekommen, wenn sie glühen tut vor Feuer? Had to let off a little steam after facing off with those ignots. Granted, the fire's lasting a little longer than it should. How do I look? Heiß. Careful, soldier. If I burn any hotter, I might explode. Hear that? Infernal engine for a heart. Lets me burn as hot as the hells. Seems to be running in overdrive since I left Avernus. Won't be seeing my mechanic anytime soon, so I'll just make the most of the extra heat. Just don't get too close till I've found a way to calm it down. Ihr habt eine Maschine als Herz? Wild, right? And believe it or not, I'm one of Zariel's least mutilated pets. But it's a bit early in the game to be getting into tragic backstories. Let's save the scar show for later, after we've worked up an appetite for tragedy. Meanwhile, I'll need to find someone who can tune up my engine sooner rather than later. Believe me when I say this thing is hot. The first time I faced down those paladins, they let slip there was an infernal mechanic in the area. A tiefling. He might be able to stabilize things, if I can find him. Eine Gruppe von Tieflingen hält sich in einem Druidenhain in der Nähe versteckt. Wir könnten es dort versuchen, aber die sind ja weg. Sounds like a good lead. Hopefully our guy will be among them. A tune-up would do this old tub a world of good. Also ganz ehrlich, wir kennen Karloch jetzt noch nicht lange, ne? Aber sie entwickelt sich relativ schnell zu einer meiner Lieblingsbegleiter. Ich weiß nicht, ich feiere sie irgendwie. Ist mega cool drauf. Schwert der Gerechtigkeit. Sechs bis 16 Schaden. Das ist nicht schlecht. Müssen wir mal gucken. Soldier. Ist aber genauso stark. Blade at the ready. Angelegten Stiefeln nicht möglich. Jetzt kann ich die Zauber benutzen. Da geht's in den Keller runter.
come in handy. Mal gucken wir, was sie unten haben, oder? That corpse is riper than a Minaurus bog. Toter Zöllner. The fuck, Alter. Job für Astarion. Kann nicht aufknacken. Braucht man wahrscheinlich einen Schlüssel. Was sonst? Hey, good looking. Fresh dead. This was no accidental cave-in. Tja, da geht's auf jeden Fall nicht weiter. Definitiv nicht weiter. Das muss ich mal überlegen. Das Teufelherz. Ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt hier alles wirklich erkundet haben. Bedauerlich, dass wir jetzt die Tieflinge nicht mehr da haben. Das ist scheiße.
It'll take a while for us all to recover, but you've helped us take the first step. I think it's high time you all left. Our sacred grove has sheltered you enough. Wo wart ihr während des Angriffs? Within the inner sanctum, of course. It is not for us to fight your battles. Ihr bietet mich an. I assure you. The feeling is mutual. Master Halcyon's home, by Sylvanus's mercy. It might have been better if he stayed away. Don't say that. Come now, took in those trays and then he just left. Alter, ich darf mich jetzt hier überall bedienen. Was alle wichsen. Oh, das ist aber Diebstahl. Okay, es gibt hier wirklich nichts mehr zu tun, ne? Finde die Kitty-Yankee-Patrouille. Goblin-Geheimvorrat. Das haben wir auch noch nicht gemacht. Some kind of civilization. I do miss the gate, though. The Elf Song Tavern, sunset over Great Harbor, fried fish at the docks. Drunk young patriarchs, naked in the fountains. Ah, civilization. Jetzt haben wir noch eingesammelt. Warum wird mir das dann überhaupt noch angezeigt? Digga, die Säure ist immer noch am Boden.
Ich kann nicht runter. Da krieg ich Schaden. Smoke. Something's burning. Okay, ins Ruhe. Du Scheiße. Was ist hier passiert? Key of the unsleeping eyes. Grant me the might to carry this burden. Grant me the faith to face darkness without fear. Was bei den Höllen war hier los? Drow and Goblin slaughtered the lot. Please, just leave me be. Drow und Goblins. So mal interessant. Someone needs help. Excellent armor. Strange place to find it. Oh. For communal use, it seems. Entschuldigung. What the fuck? Ich habe mir wirklich alles hier zerlegt. Den hatten wir. Someone's moving around in there. Oh ja, da ist noch jemand. You spot a man crouching between the shelves, just as he spots you. Bugger! Halt, hört mir zu. Das wird nix. Oh doch. Ich hab gedacht, die Scheiße rein. He freezes, waiting on your next word. Perserker einschüchtern macht mich nicht wütend.
say I'd rather not fight then. What's your business down here? Oh, ich will nur handeln. Your timing ain't the best. But I'm sure Zaris won't turn down a deal. Down you go then. Entrance is hidden behind the wardrobe. Here's the key. Gravierter Schlüssel. Oh, hier müssen wir rein, oder? Lol. Zentarim Keller. Okay, wir machen hier die nächste Folge weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Haut rein. Euer Boltjummer YouTube. Ciao.